Und wieder mal ein kurzes Schnellupdate. Wir haben jetzt am Montag, Sabine war das, ne? Am Montag haben wir so die ganzen Unterlagen hier bei der Stadt Lengerich beantragt, die wir benötigen. Internationaler Führerschein. Dann den normalen Führerschein. Ich wusste gar nicht, dass ich damit auch Trecker fahren darf. Darf ich jetzt immer noch? Musste ich extra für unterschreiben, Sabine auch. Was haben wir denn sonst noch beantragt? Polizeiliches Führungszeugnis. Polizeiliches, internationales polizeiliches Führungszeugnis. Reisepass. Reisepass. Lebensbescheinigung. Die hast du da Ah ausfüllen lassen. ja, aber das Lebensbescheinigung ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall haben wir das gemacht. Und ich hatte ja am Sonntag, das war das Video hochgeladen, was eigentlich ganz gut angekommen ist. Hat mich wirklich gefreut. Und eigentlich möchte ich jetzt auf ein. Ach ja, noch was gekommen ist. Also, wir hatten ja schon die meisten Unterlagen über Beglaubigten zurückbekommen. Das war die Geburtsurkunde von Sabine. Das war innerhalb von 6, 7 Tagen da. Dann war unsere überbeglaubigte Heiratsurkunde war da. Auch innerhalb von ein paar Tagen. Ja, nur was fehlte, ne? Hessen. Darmstadt. Ja, da hatte ich zwischendurch angerufen und da haben die gesagt, ja, Bearbeitungszeit 4 Wochen. Aus Hessen wollen wohl viele Leute raus, ne? Lol. Aber das Entscheidende ist jetzt bei der ganzen Geschichte, heute ist Darmstadt gekommen, das so am Rande. Aber warum hier so zögern? Ich war ja auch mal ein paar Jährchen jünger als jetzt und so im Alter, wo ich Mofa, Mokik gefahren habe, also im Alter 15, 16 bis 19, 20, bis man dann so aus der Schule rausgekommen ist und ich war bei der Bundeswehr, also im Prinzip so aus dem Elternhaus herausgewachsen ist. Aber bis zu der Zeit hatte ich einen, und das sage ich jetzt ganz, ganz bewusst, ich hatte für diese paar wenigen Jahre in dieser Zeit, wo wir Heranwachsende waren, Pubertätspickel waren, hatte ich einen Freund. Und was mich persönlich angeht, das war der einzige Freund in meinem ganzen Leben bis heute, der mich nie enttäuscht hat. Nie. Wir haben uns aus den Augen verloren. Und er ist zur Marine gegangen, ich war Panzeraufklärer. Ja. Na gut, ich habe dann irgendwann studiert und wir haben uns aus den Augen, ich weiß gar nicht, was er danach gemacht hat. Und vor einigen Jahren, lass es 5, 6 Jahren, also als ich irgendwann mal mich bei Facebook angemeldet habe, da habe ich so nach den Leuten gesucht, die mir immer in Erinnerung geblieben sind. Und dann habe ich auch so nach diesen Namen gesucht, die in meiner, ich sag mal, in meiner Jugend, Fanzeit, die mir was bedeutet haben. Und dann habe ich auch den Nobby gesucht. Ich sag den, es aus ganz bewusst Nobby oder Juni. Nobby weiß Bescheid, Juni weiß Bescheid, eine und dieselbe Person. Den habe ich dann gefunden und dann haben wir uns verlinkt und dann, aber über Jahre lang nichts irgendwie mal so großartig geteilt. Er teilt was, ich like es, ich teile was, er liked es. Ja, aber das war's dann auch. Und dann hatten wir jetzt auch viele, ich habe auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten kaum noch was auf Facebook da mal geteilt. Aber was ich dann gemacht habe, ich hab meine Videos da mal eingestellt. Ja, und dann erreicht mich da erreicht mich dann plötzlich eine Nachricht von Nobby. Ey, Ralf, ich habe das gerade zufällig gesehen. Das finde ich ja total klasse. Freue mich, was du da machst und ich finde das total toll. Die Resonanz, das hat mich irgendwie gefreut, habe ich von einigen Leuten bekommen aus meiner Vergangenheit. Das sind Leute, das ist 30 Jahre her, Leute, die ich 30 Jahre nicht gesehen habe. Und die man einfach nur so verlinkt hat in Facebook. Ja, und dann kam dann heute eine Nachricht von Nobby, von Juni, wo er sagt, du, ich habe mir gestern Nacht alle
deine Videos angeguckt. Und ich finde das richtig gut. Er, genauso wie ich, wir wissen, was ich hier mache, ist noch unprofessionell. Damit habe ich auch kein Problem. Worauf es jetzt hinauskommt, daraufhin habe ich sofort zurückgeschrieben und dann ist das ein reger Austausch gekommen. So, und Leute, wisst ihr was? Dieser Kanal und was ich hier mache, das ist nicht primär nur Auswandern nach Paraguay. Was ich hier mache oder was ich auch mit Sabine zusammen mache, vielleicht wird die auch noch irgendwann mal offener und kommt vor die Kamera. Jetzt guckt sie mich böse an. Nein, das ist nicht witzig. Dass wir zu so einem Schritt kommen, das hat eine persönliche, lange Geschichte. Und ich habe dann mit dem Nobby lange geschrieben. Wir werden auch jetzt demnächst nochmal uns persönlich irgendwie auseinandersetzen, Telefon, Zoom, vielleicht auch mal persönlich nochmal treffen, bevor wir abhauen. Anderes Thema. Und dann, weil dieses Vertrautsein aus der Vergangenheit, ne, ein paar Jahre, aber beste Freunde gewesen. Und plötzlich erfährt man voneinander Sachen. Er von mir, wie ich von ihm. Das ist starker Tobak. Dinge, die ich nie mitbekommen habe, was ihm so in der Zeit, als wir in dem Alter waren, so alles passiert ist. Ich meine persönliche, es geht um familiäre Geschichten, muss man dazu sagen. Ne? Das war nicht toll. Ich fand es bei mir war schon scheiße. Ich habe gelernt, bei anderen ist es noch beschissener gewesen. Das Tolle bei dieser ganzen Geschichte, eigentlich ist das jetzt über diese Videos gekommen, weil ich diese Paraguay-Auswanderungsgeschichte mache. Und sich jetzt herausstellt, irgendwie fängt man jetzt plötzlich an, Geschichte aufzuarbeiten, die letztendlich auch zu diesem Schritt, ganz am Ende, zu dem Schritt geführt hat, den wir jetzt gehen. Ich weiß, dieses Video ist speziell. Ich weiß, da wird es viele möglicherweise den einen oder anderen Dislike für geben. Das ist für mich auch völlig okay. Aber denkt immer daran, was ich hier tue, ist nicht nur für euch, sondern es ist auch für uns. Und ganz ehrlich, es ist auch für unsere Kinder, aus meiner persönlichen Sicht für meinen Sohn Bennett, liebe Grüße, der mir schon gesagt hat, Papa, der studiert gerade am Rande, ich bin nicht abgeneigt, hinterherzukommen. Und mein Sohn ist aus der ersten Ehe. Ja. Warum das dann ist, erzählt er vielleicht dann irgendwann mal selber, ich weiß es nicht. Dieses Update ist natürlich, was Paraguay angeht, nur zu klein geworden. Aber was diese andere Geschichte angeht, ich persönlich mag das. Ich finde das toll. Und ganz, ganz liebe Grüße an Nobby. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich wundern, wir haben eben noch geschrieben, jetzt bist du plötzlich ein Thema eines Videos geworden. Geschieht dir recht. Ich weiß, wir beide bleiben in Kontakt und wenn wir drüben sind, über die Pläne, die wir dort haben, habe ich glaube ich hier noch nichts gesagt auf dem Kanal, aber es wird Möglichkeiten für dich geben, dort auch über eine längere Zeit unterzukommen, auch mit deiner Familie. Das verspreche ich dir. Ihr Lieben, 10 Minuten ab. Hey, warte kurz. Ich bin ja noch nicht monetarisiert, ne? Und ich habe irgendwie mal, ich weiß es nicht, ob das stimmt. Man braucht 10 Minuten, damit YouTube irgendwas monetarisiert. Und Leute, ich will hier richtig Geld verdienen. Ich brauche ein Pickup drüben. Hier fehlen noch. Ach Quatsch, scheiß was drauf. Dann ich werde nicht monetarisiert. Tschüss, Deutsch. Ich bin so bekloppt, ey, Leute. Ich bin so bekloppt.